Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dark Souls 3. Jo, wir gehen jetzt wieder zurück. Was hatten wir? Zur Kapelle der Läuterung. Wir haben ja die Riesen geschlagen und ich hoffe, die kommen nicht wieder. Aber ich denke nicht, wenn wir sterben, dass sie dann wiederkommen. Dann gehen wir da einfach mal weiter. Ich denke mal, dass wir da irgendwie hochkommen und dann da irgendwas machen können. Müssen wir mal schauen, was da passiert. Und wir haben in der letzten Folge haben wir den Turm bestiegen, wir haben den Dieb geholt und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich vorbereitende Tätigkeiten gemacht und haben ein paar gute Ringe gefunden. So einen Schlangenbissring, Schlangenring, wie auch immer. Und einen Estusring. Sehen ziemlich gut aus. Ich hoffe, die machen halt noch das, was sie versprechen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal hier nochmal die Gegend an und gucken, was passiert. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Wird es auch nicht. Von daher, alles easy peasy. So. Und dann gehen wir mal ganz schnell hier wieder durch. Schlagen die Gegner, die zu schlagen sind. Ich denke mal nicht, dass die, die Riesenviecher wieder da sind. Wir müssen natürlich wieder gegen ihn hier. Ja, seht ihr, die Riesen sind nicht da. Und da oben sehe ich auch schon ein Item. Ich denke mal, dass wir da oben dann auch hin müssen. Ja, da ist schon eine Treppe. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall der Weg sein. Und unsere hochgefahrenen Dinger. Oh, das war richtig sau schlecht. Unsere hochgefahrenen Dinger oder runtergefahrenen Dinger sind auch noch unten. Also irgendwas kann man damit auf jeden Fall machen. Und ich kann dem Ritter jetzt gleich mal zeigen, was ich mit ihm mache. Hahaha. Komm her, mein Guter. Hoffentlich bringst du deine Freunde nicht mit, die Kobolde. Fände ich nämlich nicht so geil. Bumm. Hast du davon, mein Guter? Und der Nächste, und der Nächste, und der Nächste. Und, oh, geblockt. Und geschlagen. Ah, jetzt übertreib nicht. So. Jetzt bist du auch platt. Hast du davon? So, die Tür hatten wir da oben geöffnet. Waren wir hier schon mal drauf da oben? Bin mir da nicht so sicher. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier durch. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Da hier der Sumpf ist, versuchen wir mal so wenig Sumpf wie möglich mitzunehmen natürlich. Ekelhaft. Ekelhaft. So. Was ist das denn? What? Jetzt lebt das Viech plötzlich wieder? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Plötzlich lebt das Viech wieder, okay. Oder lebte das überhaupt mal? Sagen wir es mal besser so. So, dann gucken wir mal, was hier so geht. Oh. Ein Ritter mit einer Riesenlanze. Das finde ich natürlich nicht so geil. Und da hängt irgendwer rum. Da sind irgendwelche Mönche. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich gehe mal langsam. Ah, warte mal, wir haben doch ein Wurfmesser irgendwo, ne? Ah, jetzt habe ich die Wurfmesser natürlich eingepackt. Scheiße. So, pass mal auf, dann machen wir das mal so. Dann rüsten wir mal schnell wieder Wurfmesser aus. Und. Oh, da kommt schon einer. Ja, das ist natürlich nett. Dich wollte ich nämlich holen. Ja, komm her. Irgendeinen von den beiden wollte ich sowieso holen. Und wenn er dann direkt netterweise schon zu uns kommt, ist doch alles gut. So, der ist auch nicht besonders stark. Also schon mal sehr nice. So, und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier an dem Ritter vorbei können. Und jetzt den schon mal platt machen können hier. Oder erstmal das Item suchen. Mir ist das eigentlich egal. Oh, Glut. Cool. Ja, auf den Ritter habe ich jetzt gerade keinen Bock. Oh, shit. Ja, und den Ritter, den juckt es gar nicht. Aber den wird das wahrscheinlich irgendwann noch jucken. Also ihm ist das aufgefallen hier.
Scheint ein intelligenterer Zeitgenosse zu sein. Ich habe die Befürchtung, dass ich jetzt gleich richtig auf die Fresse kriege, ne? Oh Gott, oh Gott. Alter, okay. Alter. Okay, ich glaube, der ist stark. Alter. Lass mich doch mal schlagen. Alter, okay. Okay, okay, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Okay, der macht immer einen Doppelschlag. Scheiße. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Huh. Was ist nochmal einigermaßen gut gegangen? Kathedralenritterhelm. Gucken wir uns auch nochmal an. Der wird wahrscheinlich sauschwer sein. Muss ich ja zugeben. 7,6. Dann wären wir über 70%. Nicht so praktisch. Aber wir könnten rein theoretisch einen von denen hier nehmen. Dann wären wir immer noch unter 70%. Okay, klingt fair. Okay. Huh, was ist mit euch hier? Mit euch jetzt nichts mehr. Ach ja, hier saß noch einer, ne? Das ist sogar ein Ritter, ne? Was ist denn mit ihm los? Was ist mit ihm verkehrt? Das war sogar ein Ritter. Ich glaub's nicht. Okay. Gut für ihn, oder gut für uns, dass er gepennt hat. Ah, hier ist... Ah, guck mal an. Hier ist ein Aufzug. Die Frage ist, wohin? Ah, hierhin. Okay. Ah, ist das hier das Tor? Ich glaube, ja, ne? Das Tor, wo wir beim Dings waren, glaube ich. Hier links müsste es dann genau zur absolut erkalteten Hölle gehen, ey. Unglaublich, jetzt haben wir das auch noch gefunden. Und hier... Waren wir hier schon drin? Ich glaube ja. Hier war, glaube ich, irgendwas. Ja, nice. Dann haben wir das Tor auf jeden Fall geöffnet. Und dann können wir jetzt nur noch hier durch. Cool. Aber dann ist für mich die Frage... Wo kommen wir denn hier hin? Ah, jetzt können wir hier, glaube ich, rüber, ne? Hier könnten wir rüber. Ach Mist. Da könnten wir rüber. Hier ist noch ein Item. Duell-Amulett. Ist das sowas hier? Nee. Dann ist die Frage, was bringt uns das? Oder erstmal ist die Frage, wo ist es? Dunkles Siegel? Hä, wo ist denn das jetzt? Wo bist denn du? Estus-Scherbe? Genau, die können wir ja gleich eigentlich noch, hätten wir eigentlich verwenden können. Duell-Amulett. Die aktiviert vorübergehend Fähigkeiten bei Feindeskontakt, okay. Na doll. Dolle Wurst. Da kommen wir jetzt nicht hin. Wir müssen irgendwie... das Ding hier hochkriegen.
So mit dem Hochkriegen habe ich ja sonst immer so meine Schwierigkeiten. Oh, das Gefühl, dass ich hier nicht lang kann, ne? Das Gefühl hat mich nicht getäuscht, Freunde. Das Gefühl hat mich nicht getäuscht. Verdammt. Scheiße. Oh Mann. Naja. Ich wollte sowieso nach unten, um zu gucken, wo noch ein Hebel ist, damit ich das andere Ding hochkriegen kann. So. Man kann alles irgendwie argumentieren. Aber wenn wir schon hier unten sind, dann können wir eigentlich auch direkt nochmal zum Schmied gehen. Und die Estus-Scherbe dann einfach nochmal benutzen. Damit wir ein weiteres Flakon haben. Wenn wir schon tot sind, dann richtig. Also wenn wir eh schon am Feuerdings sind, dann passt das schon. Am Leuchtfeuer. Dann können wir auch direkt daneben, wie gesagt, Estus-Scherbe benutzen. Das ist eigentlich selbsterklärend. So. Das haben wir nämlich beim letzten Mal vergessen. Da holen wir uns dann gleich die Seelen wieder. Oh Mann, Freunde, ey. Estus-Flakon verstärken, genau. Und nochmal zuweisen, genau, 9. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt 9. Das ist doch schon mal gut. Dann müssen wir nur so langsam irgendwie diese Aschenknochensplitter finden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir so wenig davon gefunden haben. Aber es wird, glaube ich, auch schon. Das kriegen wir auch schon hin. Muss ja, ne? Wir müssen es ja finden. Das ist nämlich das große Problem. So, dann holen wir uns jetzt die Seelen wieder und versuchen da irgendwie mal rüberzukommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht gar nicht lang können. Wir müssen, glaube ich, nochmal irgendwo in diese Wildnis da rein. Aber das schauen wir dann einfach gleich nochmal alles. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wo das war. Aber irgendwo muss ja sowieso ein Hebel sein, damit wir auf die andere Seite können. Ganz ehrlich. Das kann ja nicht anders sein. Irgendwo muss ja der Hebel sein. So. Ist ja gut. Ich will erstmal. So, hier ist. Das ist kein Hebel hier, ne? So, dann gehen wir erstmal auf die Seite. Ich glaube, hier bin ich runtergestürzt. Ach nee, ich muss jetzt hoch wieder. Ach scheiße. Okay, dann gehen wir am besten hoch. Versuchen irgendwie so gut wie möglich an dem Ritter vorbei. Ich denke mal, dass der wieder da ist. Und dann holen wir uns den Mist wieder. Und dann gehen wir einfach nicht zurück. Ja, ist ja gut hier. Ist ja gut. Dann gehen wir einfach nicht zurück, sondern gehen wir hier weiter. Kann ja eigentlich auch nicht schaden. So, ich versuche jetzt hier einfach mal dran vorbei zu gehen. Ja, da oben, ich sehe schon leuchten. Scheiße. Das ist jetzt natürlich echt bescheuert. Egal. So. Hier Hebel ziehen. Verdammt, ey, das ärgert mich ein bisschen, dass wir jetzt da hin müssen und dass die Seelen nicht oben liegen, unten liegen. Das hätte uns ein bisschen mehr gebracht. Scheiße. Naja. Egal. So, war das überhaupt hier? Klar, muss ja hier sein. Oh, wir müssen da sogar wieder runter. Oh, ärgerlich. So. Komm. Fuck, ey. Naja, gut. Besser als nichts. Jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz. Es sieht aber auch nicht so danach aus, als könnte man da irgendwo rüber. Da ist das Tor, was wir geöffnet haben, wo wir dann hier runtergeguckt haben und dachten, das wäre der Riese. Ach, Moment. Das Tor geht hier hin, ne? Hier haben wir ja das Tor. Ach, wie dämlich. Ja, Tatsache.
Aber wo sind wir denn jetzt hier? Ach klar, natürlich, das haben wir hier geöffnet. Ja, okay. Passt. Okay, okay, okay. Dann können wir jetzt rein theoretisch wieder... Also da hinten war ja nichts, ne? Hier ist der Aufzug. Wir gehen jetzt sicherheitshalber nochmal hier hin. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Ne, ich glaube nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Irgendwas hochfahren können wir hier auch nicht, dass wir hier rüber können. Also zumindest sieht es nicht danach aus. Okay, passt schon. Ich glaube, wir haben alles hier gemacht und hingekriegt. Shit, ey. Ärgert mich ein bisschen. Da ist noch eine Big Mama, ne? Wir können da tatsächlich rüber. Ich frage mich gerade, wie. Und da ist auch noch so ein... Ich denke mal, dass wir jetzt einfach tatsächlich nicht hier runterspringen, sondern einfach nochmal runtergehen. Und dann auf die andere Seite. Da können wir dann auf dieses, auf die andere Seite dann... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon gemacht haben. Ich glaube nicht. Oh, ist dein Ernst jetzt? Hat er mich verfolgt oder was? Ist dein Ernst? Er ist wach? Oh Mann. Oh, shit, shit. Nee! Oh, Mann! Ich wollte doch gerade das Flakon nehmen. Mann! Fuck! Shit, ey. Ah, oh, nervig. Das ist doch nervig, ey. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Ich wollte doch einfach... Okay. Naja, passt schon. Fuck! Aber das ist ja easy, da können wir einfach nur durchrennen. Einfach nur durchrennen, dann sind wir da. Ah, komm. Bevor du mich jetzt die ganze Zeit verfolgst. Mach die hier auch nochmal platt. Gibt ja immerhin 99 Seelen, ne? Das ist ja nicht so als... Aber ich habe das Gefühl, dass das auch geht hier. Dass man doch hier was hochfahren kann. Achso, nee, das ist doch... Nee, das ist... Genau. Alles gut. Das ist ein Knochenberg, vielleicht. Und es blutet. Vielleicht kann man doch irgendwas hier freischalten. Aber sieht jetzt gerade gar nicht danach aus. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier kommt ja noch so ein Viech. So, jetzt einfach durchrennen. Dann holen wir uns hier die Seelen wieder und dann ist auch alles gut. Wir, die sind hier nicht. Hä? Wo sind jetzt meine Seelen? Bin ich nicht hier hingerannt? Wo bin ich denn hingerannt? Och nö, ey. Och nö. Auf der anderen Seite jetzt, oder was? Ich glaub fast da. Ey, warum gerade da? Warum gerade da? So, jetzt kommen die Flitzpiepen wieder. Ah. Oh, 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 das ist gerade der schlechteste Zeitpunkt für sowas. Und gut, dass da nichts passiert ist, ey. Alter, gerade dann. So, jetzt machen wir den mal schnell platt. Oh, shit, das war, glaube ich, richtig schlecht. Das war richtig schlecht.
Nein, Mann! Boah, jetzt bin ich gerade wieder saudämlich. An Dämlichkeit nicht zu übertrumpfen, ey. Scheiße. Ey, das ist so eine Scheiße. Das war unnötig. Das war total unnötig. Ich hätte den anderen nicht aufwecken sollen. Habe ich wieder zwei Gegner und dann reicht ein Fehler und ich bin platt. Wenn ich ganz normal die einzeln mache, dann ist es wesentlich besser, ey. Scheiße. So, dann machen wir das hier nochmal. So. Gehen nochmal rüber, holen uns die Seelen. Ja, dann machen wir hier das oben, machen wir dann später. Je nachdem, wo die Seelen jetzt sind. Wupp, 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 wupp. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Seelen jetzt irgendwo hier in der Nähe sind. Ja, natürlich, sind wieder da. Ist das fassbar. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen intelligenter. Jetzt warten wir erstmal auf die Vögel hier. So, der eine sieht mich doch eh schon. Jetzt sehen mich beide. Jo. So, jetzt kommt. So. Jetzt machen wir es mal sehr viel intelligenter. Gehen jetzt hier nochmal zurück. Und machen erstmal ihn hier platt. Alter, was? Oder er macht mich platt. Geht natürlich auch. So. Und jetzt bist du dran. Bumm. So. Passt. Den haben wir locker gepflügt. Der hat was fallen gelassen. Eine kleine Titanitschärpe, okay. Dann lassen die nochmal was fallen. Dann hätten wir die Sache jetzt hier auch erstmal erledigt. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen rum hier. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Oh, shit. Okay, alles klar. Das sieht mir dann wirklich nach Boss aus. Ja, das sieht mir nach Boss aus. Alles klar, okay. Hier ist der nächste Boss. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch nochmal eine Runde hier. Und gucken uns nochmal ein bisschen um, bevor wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge dann den Boss killen. Das sieht mir nach so einem... Nö. Schade eigentlich. Hier vielleicht? Auch nicht. Okay. Oh, da oben ist was, ne? Ist das ein Item da oben? Nee. Ah, vielleicht können wir hier... nach oben gelangen. Aber auch nicht, ne? Ach, shit. Ich würde gerne so gerne nach oben. Ich weiß nicht, wie. Okay, dann YOLO. Dann gehen wir nochmal zurück, sammeln noch ein paar Seelen ein. Vielleicht verkacken wir auch einfach. Und haben dann hinterher keine Seelen mehr. Dann leveln wir auf und gehen dann tatsächlich zum Boss. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Deal. Wow. So, der hat wenigstens 110 Seelen gebracht. Zwar nicht sonderlich viel, aber schaden kann es erstmal nicht. So. Okay. Von da kommen wir. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier hin. Und versuchen mal nach oben zu kommen. Das klingt für mich jetzt auf jeden Fall spontan nach einem Deal.
Ach so, ja, stimmt. Wir haben hier noch nicht alles angeguckt, weil hier so ein fieser Ritter ist, ne? Das erklärt natürlich einiges. Oh, da ist der fiese Ritter. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Okay. Alles klar. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir diese Folge, beenden wir diese Folge, machen in der nächsten Folge ein bisschen Farming und dann kommt der Boss. Okay? Alles klar. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und falls ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.